Dorancel Vargas Gomez wurde am 14. Mai 1957 in Venezuela geboren. Er wurde als Hannibal Lecter der Anden bekannt. Als Kind und Jugendlicher wurde er bereits wegen Diebstählen auffällig. 1955 wurde er wegen Mordes und Kannibalismus in eine Anstalt eingewiesen. Aus dieser Anstalt floh er und lebte fortan ein eigentlich recht unauffälliges Leben als Bettler in einem Park. Zwischen dem November 1998 und dem Januar 1999 jagte Vargas plötzlich mit einem Metallrohr und Steinen nach Menschen. Ahnungslose Sportler oder Arbeiter waren sein bevorzugtes Ziel. Hände, Füße und Köpfe seiner Opfer vergrub er und aß vom Rest des Körpers. Im Februar 1999 fand man die ersten Leichen, welche zunächst fälschlicherweise mit Drogenkartellen in Verbindung gebracht wurden. Auch glaubte man an Ritualmorde eines satanischen Kultes. Man untersuchte die nahegelegene Hütte von Vargas, wo weitere Leichenteile gefunden wurden, teilweise schon für den Verzehr vorbereitet. Vargas gestand, mindestens 10 Männer getötet und gegessen zu haben. Frauen und Kinder habe er allerdings nie angerührt. Heute befindet er sich in Gewahrsam in einer Anstalt. Aufgrund seines mentalen Zustandes wurde er nie vor Gericht gestellt.